Hallo, hier ist Dunni am Freitag, ausnahmsweise an einem Sonntag. Bevor ich zum Wochenthema komme, wollte ich noch sagen, dass ich gestern auf dem CSD in Oldenburg war. Ja, war ganz gut gewesen. Ich hatte auch eine Cam dabei, aber war ehrlich gesagt ein bisschen zu faul zum Aufnehmen. Aber damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie es gestern war, habe ich hier eine kleine Aufnahme für euch von gestern. Sherry, Sherry Lady. Ja, also und jetzt zum Thema. 5 Dinge, die ich mit auf einer einsamen Insel mitnehmen würde. Alleine, so Survival Training, ne? Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel. Es geht ums nackte Überleben. Und welche 5 Dinge würde ich mitnehmen? Erstens, ein voll funktionstüchtiges Schweizer Taschenmesser mit allen möglichen Specials, Lupens, Krimkrams, Nagelfeilen, Bohrmaschinen, whatever. Zweitens, ein Feuerzeug. Als drittes nehme ich eine Taschenlampe mit, weil es könnte ja dunkel werden. Viertens, ein Erste-Hilfe-Koffer. Man weiß nie, wo man sich da in irgendeinem scheiß Dschungel auf einer Insel oder, keine Ahnung, verletzen kann. Ich meine, vielleicht schneide ich mich am Fuß an einem spitzen Stein. Und fünftens, Toilettenpapier. Ich werde nach dem Toilettengang kein Blatt benutzen. Nein, so viel Luxus muss sein. Das war's auch schon wieder von Dunni am Sonntag, normalerweise am Freitag. Ja, und nächste Woche haben wir das Thema, ich glaube, Laura hat es schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, Männerhass. Warum? Oder Vorurteil? Ja, Männerhass. Also, macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut und passt auf euch auf. Nächsten Freitag nach meinem Survival-Training. Nein, ich gehe kein Survival-Training machen. Ne? Okay. Bis dann.